Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir kümmern uns um den Quest Angewandte Wissenschaft. Ich habe die Adessa-Mine betreten und sollte hier Feride-Quest finden, einen Scholaren der Gnome und mich um das Experiment kümmern, für das er um meine Hilfe gebeten hat. Bin das letzte Mal, da schreit schon wieder jemand im Hintergrund. Ich bin das letzte Mal schon in die Mine gelaufen, deswegen steht das da. Und habe dann ja gemerkt, dass ich immer noch keine Dietriche habe. Bin jetzt nochmal zurück und habe welche geholt, weil ich hier schon, wo war das jetzt? Da. Da habe ich schon wieder Kisten gesehen und da denk so immer, das ist total blöd, wenn man die nicht aufmachen kann. Ja, und da gehen sie auch schon wieder hin, die Dietriche, und das nervt mich total. Wie schnell die immer weggehen. Aber man weiß halt ja nie, ob da noch ein Set-Teil drin ist oder nicht. Naja. Was? Das sieht aber ganz schön nach Gegnern hier aus. Wie so eine Falle. Ah, ihr seid gekommen. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir anfangen. Lasst euch von meinen Proben nicht beunruhigen. Sie sind betäubt. Vollständig unter meiner Kontrolle. Also, wie funktioniert das? Ich habe eine regelrechte Menagerie versammelt. Ihr sollt sie bekämpfen. Wobei die Gegner immer stärker werden. Sie müssten bald aus der Betäubung erwachen. Ich ziehe mich in meinem Beobachtungsbereich zurück. Das Experiment kann beginnen. Gar nicht gefährlich für Sie? Bis dann. Machen wir schon mal so. Und als nächstes kommt er dann, ne? Experiment. Dann holen wir uns nochmal unsere Belohnung. Helm von Wartrede. Schon wieder ein Set-Teil und ich weiß nicht. Naja. Was auch immer. Also da habe ich auch noch nicht irgendwas bekommen, glaube ich. Das können wir auch noch durch. Das machen wir auch nochmal. Gleich, wenn wir mit ihm hier geredet haben. Was? Wunderbar, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vielleicht darf ich in der Basilika Gnostra sprechen. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Bitte nehmt diese Tränke, um die Wunden zu heilen, die ihr euch während des Experiments vielleicht zugezogen habt. Danke noch einmal. Okay, cool. Bis dann. Ciao. Bis dann. Gut, dann gehen wir jetzt hier nochmal lang und gucken, was wir hier so finden. Die Beute war ja gar nicht mal so schlecht für das kurze Kämpfen. Bam. Was ist hier? Ein kleiner Geldbeutel. Da auch. Aua. Ja, habt ihr euch so gedacht. Aber habt ihr falsch gedacht. Und wir zerschmettern mal die Kisten, weil, genau, weil hier immer so gerne meine Truhe versteckt ist. Meine Dietrich hier, ne? Und die gehen so langsam dahin wieder. Ja. Eigentlich nichts Besonderes. Die Chakrams nehme ich gar nicht erst mit. Wird eh nicht besser sein als das, was wir haben. Was haben wir hier in der Ecke? Hä? Okay. So. Soweit dann eigentlich nichts Besonderes mehr anscheinend. Dann gehen wir wieder zurück. Hat nicht vor, hier jetzt ewig herumzulungern. Der Part hat ja erst begonnen und wir haben schon den Quest erledigt. Das finde ich immer sehr gut. Das ging sehr schnell.
Und trotzdem haben wir es gemacht. So, er steht da oder geht wieder zurück. Huch, wo kommt ihr denn her? Kommen die auf einmal her? Nein, ich will den Trank nicht. Wir haben genug. Dann gehe ich mal wieder raus. Muss er sich wohl selber um seine Feinde da drin in der Höhle, in der Mine kümmern. Wir können nicht immer alles machen. Ach ja, und dann haben wir hier, was haben wir hier? Hier sind irgendwie, hier wird mir was angezeigt. Ich glaube, das gehört zu dem Aufgabenquest, zu dem anderen. Und weil ich hier schon mal bin, verfluchte Truhen. Ja, gehe ich nur mal hoch, um zu gucken, was hier ist. Wenn wir schon mal hier sind, aber hier bin ich falsch. Ich laufe immer falsch hier an dieser Stelle. Ich muss erst da lang, damit ich da lang kann, damit ich dann da... Nee, das ist so doof. Komm und sag mir, dass ich da richtig bin. Hier, die Bandruhen, die sollen wir doch genau. Sehr leicht. Das machen wir jetzt mal. Für den anderen Quest. Ihr erinnert euch vielleicht vom letzten Mal. So, das war Nummer 1. Oh. Genau, Nummer 2. Die sind ja sehr leicht, das geht ja tatsächlich. So. Und da ist aber nichts drin, oder wie? Sind einfach nur Bandruhen. Zum Üben. Sozusagen. Okay, wie ihr meint. Kann ich hier nicht einfach mal rüber? Bin ich da nicht schneller? Oder geht das nicht? Ich weiß nicht, ist das ein Aufgabenquest oder ein Nebenquest? Ich weiß es nicht. Hier, ach, das reichte schon. Verfluchte Truhe. Ah. Habt ihr alles erledigt, was ihr euch vorgenommen hattet? Glaub schon. Ich bin fertig. Ich verstehe. Ich bezahle euch für alle Behälter, deren Schutzzauber ihr gebannt habt. Kommt wieder zu mir, wenn ihr weitere Arbeit sucht. Cool, bin bereit für mehr. Ich bin nicht interessiert. Ich werde diese verfluchten Zauber auf den Behältern niemals gebannt kriegen. Aber gut. Es war mir ein Vergnügen. Ihr könnt ja immer noch ihm mit den Bandruhen helfen. Es tut mir mal voll leid, wenn die so reagieren. Dann denke ich mir auch, Mann, komm, dann läufst du noch mal rum und bannst die ganzen Truhen auf. Jetzt muss er das alleine machen. Immerhin, 3 Truhen, ne? Immerhin. Okay. Was ich jetzt machen werde, ist ganz, ganz woanders wieder hinreisen. Gibt es ja eigentlich noch irgendwas? Warte. Ja, es gab noch was. Und zwar wollte ich, bevor ich das mache, wo finde ich das denn mal? Das ist dieses mit den Klamotten. Da haben wir das vor kurzem. Da sollten wir dem doch Sachen bringen. Hier, Bauern, prächtige Gewänder. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann lade ich da einfach nur mal ein bisschen was ab und gut ist. Damit er auch irgendwie überhaupt was bekommen hat. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Gruppierungsquest. Ja, es gibt noch einen Gruppierungsquest. Und danach gibt es wirklich nur noch halt alle Nebenquests, die wir noch überhaupt machen könnten auf der Weltkarte. Oder die Aufgabenquests, die teilweise halt wie gesagt endlos sind. Das bringt gar nichts. Aber das wären so die Sachen, die es zu tun gilt. So, hier. Sachen für dich. Ah, es ist schön, euch wiederzusehen. Konntet ihr vielleicht Stoffe auftreiben, die ihr verkaufen möchtet? Ja, ich habe Kleidung für euch. Das ist gut. Hier habt ihr etwas Gold für eure Mühen. Das ist zwar nicht viel, aber er hat wenigstens überhaupt was bekommen. Angenehme Reise. Also können auch immer wieder wahrscheinlich ihm Sachen bringen, aber naja. So, das war die eine Sache und jetzt kann ich eigentlich nur noch auf die Karte gehen und ich nehme meine Maus zur Hand, weil das ein bisschen schneller geht. Ich muss nämlich gucken, wo ist denn nochmal... Ich suche Haxi, denn da ist der letzte Gruppierungsquest, den wir noch nicht gemacht hatten und ich weiß überhaupt nicht mehr, war das nicht hier so in diesem Gebiet oder war das ganz woanders? Es war doch so eine große Stadt, aber die war natürlich doch nicht hier so weit vorne, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Das ist Rad hier. Adessa. War das hier unten? Nicht, dass ich das jetzt deswegen nicht sehe, weil das hier unten ist. Haus der Sorgen.
Melsensche Haus der Sorgen. Und das kam aber ganz am Ende. Das heißt, es müsste eigentlich noch auf der westlichen Karte sein. Oh Gott, ich weiß ja noch, dass wir da so oft waren. Aber naja, so oft jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wären wir da oft gewesen, dann wüsste ich jetzt auch, wo es ist. Aber so muss ich das echt tatsächlich, ein bisschen peinlich gerade. Ich muss das mal echt suchen gerade. Ich weiß auch gar nicht mehr die Gegend. Hier ist Odessa. Wo ist denn nochmal Haxi? Ich weiß das doch noch. Oh Mann, wo ist denn das nochmal? So blöd. Ich muss das jetzt alles einzeln hier durchgehen. Rat hier. Schade, dass man das nicht einfach mal... Oder war das hier auf der Karte? War das so ein... Warte mal, ich muss mal weiter runtergehen. Nicht, dass das doch hier unten war. Bael, Huf des Winters, Eventide, Ashmore, Ariadlager, Glimmer Neumondlager, Schloss Ancilla, Schloss des Stolzes, Ancilla-Lager, Odis-Lager. Mhm. Ja, ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Ich würde sagen, wenn ich da wieder bin und es gefunden habe, sage ich euch gleich mal Bescheid. Bis gleich. So, da bin ich wieder und bin fündig geworden. Und zwar ist hier der Haxi-Damm, hier unter Glendara. Und hier steht auch unten ganz, ganz klein Haxi. Aber ich habe das ja nicht so nah rangezoomt, die Karte. Und hier ist der Haxi-Damm. Allerdings sind wir jetzt hier oben gerade, wo wir stehen. Und ich bin auch schon hingereist. Und hier ist der Typ, der an der Mauer ist. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an den. Und der wollte auch damals, dass wir da mit in seinem Club mitmachen. Und ich habe damals Nein gesagt. Ich hätte mal überall immer Ja sagen sollen. Weil wir wollen ja überall mitmachen. Ihr seid also zum alten Grimmi zurückgekehrt. Aber das tun sie ja immer. Das tun sie immer, sage ich euch. Gut, kommen wir zu dem, weshalb ihr hier seid. Hättet ihr Lust, euch den Reisenden anzuschließen? Ja, in diesem Fall diesmal, ja, ich möchte mich anschließen. Das dachte ich mir schon, als ich euch gesehen habe. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch betrifft. Allerdings zählen manche Gefühle hier weniger, als sie sollten. Ich schicke euch zu Krilgarin, der Anführerin des Lagers. Sie wird euch sagen, wie es weitergeht. Okay, gut, dann laufen wir da mal hin, obwohl, weiß ich jetzt nicht, weiß gerade nicht, ob das weit entfernt ist. Nein, das ist hier direkt um die Ecke, okay. Da ins Sternlager, das müsste Sternlager sein, genau. Und wir sind da damals auch reingerannt, aber wir haben uns auch hier nicht so lang aufgehalten. Also ich bin, glaube ich, offline hier schon öfters mal lang getrudelt, aber innerhalb der Aufnahme nein. So, mit ihr sollen wir reden. Möge sich der Staub des Weges erheben, um euch zu berühren, Wanderin. Willkommen im Sternlager. Grimm Unweg schickt mich. Dann hat Grimm euch eingeschätzt und für würdig befunden. Es gibt jedoch noch einen anderen, den ihr zufriedenstellen müsst. Unseren Leitstern, den Hierophanten, dessen Identität niemandem bekannt ist. Geht zum Schrein des Hierophanten in unserem Lager und betet, so wie es alle Reisenden tun müssen. Wir haben viele Freiheiten und eine Kette. Ein Reisender lebt von seinen Händen und seiner List. Und ihr müsst dasselbe tun. Der Händler Hidon verkauft Gegenstände, die diese Fähigkeiten ergänzen, falls ihr Bedarf daran haben solltet. Okay, ich soll zum Hierophanten beten? Reisende haben geschickte Hände. Ja, okay. Um die Visionen des Hierophanten zu empfangen, wurde uns aufgetragen, an seinen Schreinen zu beten. Und es gibt viele, die dem bereitwillig nach... Möge sich der Weg erheben, um euch zu berühren. Hab sie mal einfach im Satz unterbrochen. Jetzt sollen wir hier beten. Was betet hier vor mir? Ein Strudel im Fluss des Schicksals, ein Missklang im Lied von Amalur. Eure Gegenwart ist verunsichernd. Aber ihr seid gekommen, habt gebetet und unseren Glauben geehrt. Wenn ihr wünscht, eine Reisende zu werden, so bittet mich um meine Vorzeichen. Niemand kennt eure Identität? Um echtes Vertrauen und Gefolgschaft zu erhalten, darf der Hierophant keine Schwäche, kein Fehler und keinen Makel haben. Mit anderen Worten, der Hierophant darf niemand sein. Mhm. Sagt mir, was ich tun muss. Der Preis für eure Aufnahme ist hoch. 3 Schätze werden erforderlich sein, um diese Last auszugleichen. Zunächst ist da ein Adliger, Ealfe Grilrikas, der sich in Didenhil aufhält. Stehlt sein Medaillon. Anschließend werdet ihr in der nahegelegenen Mission das Leichentuch des Toten Sankt Eadric in euren Besitz bringen. Der letzte Schatz sind Rauks Zahnstocher. Wir haben uns bereits mit dem Wunsch, sie zu kaufen, an ihren Besitzer, Gunnar Frode, gewandt.
Ihr werdet sie jedoch stattdessen stehlen. Das ist aber nicht so toll, die ganze Stehlerei. Erzählt mir von dem Medaillon. Es ist ein ziemlich wertvolles Schmuckstück einer alten Adelsfamilie. Relativ unscheinbar und für uns doch einiges Geld wert. Erzählt mir von den Zahnstochern. Die Dolche wurden von Draug, dem legendären Kriegsherrn der Jotun, verwendet. Sie waren jedoch nicht seine Waffen, auch wenn der Name darauf hindeutet. Und das Leichentuch? Es ist das Leichentuch von Sankt Eadric. Es gibt zahlreiche Reliktsammler, die sich nach derartigen Artefakten verzehren und bereit sind, gut für sie zu bezahlen. Ich werde das tun, was ihr verlangt. Wir sind hier fertig. Ja, ich denke mal, ich muss das machen. Ja. Noch einige letzte Warnungen. Ealfik Grilrikas ist ein anspruchsvoller Mann. Er wird keine Annäherung dulden, wenn er sie sehen kann. Das Leichentuch von Eadric liegt in seiner Gruft, die von zahlreichen Augen beobachtet wird. Wartet, bis niemand in der Nähe ist, bevor ihr es an euch nehmt. Und Gunnar Frode schließlich ist verschlagen. Er wird die Dolche weder bei sich noch in seiner Nähe haben. Also, seid gewarnt. Okay, dann haben wir ja wieder was zu tun hier. Diese Stehlerei aber immer, Ich laufe mal einfach gerade hier raus. Weiß er auch nicht. Fange mal einfach hier ein bisschen weiter entfernt an und gehe dann mehr ins Innere. Jetzt gehen wir zum Beispiel nach Haxi. Aber okay, ich soll sowieso hier alles finden. Oh, das Ruckeln nervt immer. Es liegt an der Festplatte. Ich brauche unbedingt mal eine weitere externe, aber eingebaute Festplatte. Ich habe ja auch eine externe Festplatte, aber die surrt immer so laut, wenn ich sie anschließe. Und ja, und das ist doof. So. Hier drinne. Und dann müssen wir uns bestimmt da herumschleichen oder so. Es darf uns bestimmt keiner sehen. Wer sieht uns jetzt? Boah, 99%. Okay. Wo ist der denn? So, jetzt nimmt es gerade ab. Das ist doch gut. Dann kriegen wir das hin. Da ist das Leichentuch drinne. Jetzt haben wir es gleich. Na komm. 9%. Kriegen wir das hin? Ja. Hat er nicht gemerkt. Oh oh, doch, hat er bemerkt. Hat er das jetzt bemerkt oder nicht? Ja, weil das nämlich ein Feind ist. Scheiße. Aber das war 9%. Wieso hat er das denn bemerkt? Das ist ja blöd. Und er greift mich gar nicht. Er sagt auch gar nichts. Er denkt sich nur, ja, blöde Kuh. Das hat sie jetzt mal eben geklaut. Geht ja gar nicht. Doch jetzt. Oh Gott. Ja, nee. Nee, das geht nicht. Dann muss ich nochmal neu laden. Das, ja. Ist okay, jetzt beruhig dich mal. Jetzt sind das alles Feinde. Das ist ja scheiße. Ja, das ist blöd. Ja, das funktioniert nicht. Man muss das unentdeckt machen. Aber ihr habt es gesehen, 9%, der hat gefegt. Das hätte er eigentlich gar nicht sehen sollen. Egal. Okay, dann muss ich nochmal neu laden. Bis gleich. So, auf ein neues. Jetzt sind wir wieder hier drinne. Aber das merkt er ja wieder. Diesmal bin ich noch vorsichtiger und warte auf 0%, wenn es denn dann überhaupt klappt. Eigentlich muss man sogar warten, bis sie schlafen, ne? Aber ich mache das jetzt einfach nochmal. Das muss doch hinhauen. Ja, das ist, weil er hier dann rüberging. So, ne, jetzt merkt er doch gar nichts. 3%. Und nochmal 0%. So, das darf der doch jetzt nicht bemerkt haben. Hat er auch nicht. Jetzt ist alles okay, okay, okay. Das war bestimmt, weil er kurz rüberging. Auf die andere Seite. So, und ich lauf mal direkt hier hin. Vom Herberge. Wir waren ja hier schon überall. Wir können uns den Luxus erlauben, hier überall mit Schnellreise hinzugehen. So, und da drinnen soll das sein, das nächste. Was haben wir denn mal hier? Oh. Viele, viele Menschen, die vieles haben. Die anderen dürfen mich nur nicht bemerken. Und er mit dem Rücken zu uns kann er das doch gar nicht sehen, oder? Geh mal so ein bisschen tülü. Manchmal hilft das auch, wenn man mit den Leuten redet. Es ist immer eine Freude, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr seid die Reisende, auf die ich warte, richtig? Wollen wir dann zum Geschäft kommen? Wegen Draugs Zahnstochern. Ja, ich wurde kürzlich vom Sternlager bezüglich des Verkaufs der Dolche kontaktiert, für deren Beschaffung ich im Übrigen beträchtliche Risiken und Kosten auf mich genommen habe. Ich denke, es ist deshalb nur fair, wenn ich die Abmachung ein wenig ändere. Ich will die volle Summe im Voraus.
Dann lasse ich euch wissen, wo ihr die Dolche finden könnt. Da das nun geklärt ist, könnt ihr mich jetzt einfach bezahlen und die Sache ist erledigt. Das sehe ich nicht ein, seid vernünftig. Ich schätze, ihr habt recht. Ich sollte mich bei den Reisenden lieber nicht unbeliebt machen. Und deshalb bin ich auch bereit, mich für die Hälfte des ursprünglich Verlangten von den Dolchen zu trennen. Hier ist euer Geld. Moment mal, meint ihr das ernst? Ich meine, es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich habe die Dolche im Siede versteckt. Oben in meinem Tresor liegt eine Karte. Ihr könnt ihn mit diesem Schlüssel öffnen und euch dann die Zahnstocher holen. Sie sind im Siede verborgen. Der Schlüssel, den ihr mir abgekauft habt, öffnet meine Truhe im oberen Stock. Und darin findet ihr die Karte, die euch zu den Dolchen führen wird. Also sind die Dolche auch nicht gleich drin. Man sieht sich. Hallo. Und dann gibt's hier noch jemanden. Wie kann ich helfen? Der irgendwas... Ihr wähntet Rundamir. Ist die größte Wichthöhle im Siede. Wir müssen in die Höhle und herausfinden, warum die Wichtereisende auf der Straße nach der Türe überfallen. Okay, dann los. Seht zu, dass ihr vorbereitet seid. Wichte sehen zwar schwach aus, aber im Rudel sind sie verdammt gefährlich. Wenn ihr bereit seid, geht nach Süden. Rundamir ist eine Feinhöhle am Rande des Siede. Ich werde dort auf euch warten. Okay. Gehabt euch wohl. Dann läuft der schon mal los. Dann haben wir auch schon mal den nächsten Nebenquest hier noch angenommen, der hier drinne war. Und dann hier ist hier nebenan die Truhe des Dingsbums. Wo ist es denn jetzt? Ist das nicht hier? Ist das woanders? Und ich vertüdel mich hier schon wieder mit dem Rumgelaufe. Muss ich hier... Ich muss hier hoch, ne? Im ersten Stock meinte er ja auch. Guten Tag. Nee, da nicht. Ist das hier? Ja, hier. Da ist die Karte. Dann haben wir die jetzt auch. So. Und dann geht's raus. Und der andere muss ja auch raus. Also ob wir den Nebenquest machen oder jetzt beim Gruppierungsquest weitermachen, ist egal. Als nächstes geht's dann wohin? Hierhin. Okay. Ysa ist hier in der Nähe. Wir gehen mal nach Ysa und von da aus reisen wir dann weiter. Und dann finden wir hoffentlich die Dolche mit Hilfe der Karte. Ich muss bestimmt nochmal auf die Karte gucken. Manchmal wird das ja... Numeron sieht ziemlich beunruhigt aus. Naja, wir wollten ja auch nicht direkt nach Ysa jetzt da wieder die Treppen hochlaufen, weil ich wollte ja nur von hier in den Siede starten, weil das näher dran ist. Muss ich leider hier wieder rüberlaufen. Ysa kennen wir ja schon. Haus der Balladen, den Gruppierungsquest hatten wir schon damals gemacht. Vor längerer Zeit. Ich sag nur die Maid von Windemeer. Lang, lang ist's her. Ja. Wo kommen die denn jetzt alle her? War's das, Leute? Habt ihr's dann? Okay. So irgendwie blind einfach mal in die Gegend schießen, ist auch schön. So, die auch. Jetzt haben wir freie Bahn. Und ich glaube, wir kommen hier an einen Ort, wo wir noch nicht waren, oder doch? Doch. Ich dachte, ich bin hier in der Nähe. Ich glaube, ich laufe hier gerade total falsch. Ich guck mal. Mann, ich bin total falsch gelaufen. Ich hätte nach rechts gehen sollen. Jetzt laufe ich nämlich zu dem gelben Punkt. Das ist ja doof. Ja komm, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann gehen wir jetzt mal direkt nach Diedenhill. Und dann gehe ich nochmal das nächste Mal von Ysa aus, von da, wo ich eigentlich hin wollte. Hier ist nämlich der nächste Ort. Da drinne. Da können wir wieder klauen. Leute bestehlen. Ja. Ja, er hier. Das machen wir das nächste Mal. Die Wasser von Loch Dieden. Mordokhain. Den kennen wir, glaube ich. Aber der ist das ja auch gar nicht. Der hier, der ist das. Da, der Typ. Mit dem reden wir das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dann.